Ja, sind Sie jetzt nicht wahr? Es ist mir eine Freude und zugleich eine Ehre, in dem Lande zu sprechen, in welchem meine Wissenschaft, die theoretische Physik, geboren ist. Das ist Ihr zweiter Besuch in England, Herr Professor? Es ist mein zweiter Besuch in England, der erste unmittelbar nach dem Krieg. Ja. Das ist der erste Besuch in Nottingham, jedenfalls. Ja, das ist das erste Mal. Ja, ich glaube, ja. Das genügt, ja. Danke. I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense of gratitude as a man, as a good European, and as a Jew. It cannot be my task today to act as judge of the conduct of a nation which for many years has considered me as her own. We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Lisa.